Das Problem heißt Rassismus. Und du trägst daran mit Schuld. Ganze Schwerter und Glanzstriche sind geduldet, Dickrauzonen für Hetze und Brandstifter, solange sie sich unbemerkt das toben. Gefährlich sind nur die, die dann tatsächlich aufzuschlagen, die sich mit Morden brüsten und die Menschen in Blut lachen. Doch die Schläger und Brutalen sind nur die Spitze des Eisbergs, auf die von anderen Rassisten mit den Fingern gezeigt wird. Rechter Terror ist nicht nur Beiwerk dessen, sondern bedingter Effekt. Pure Wertbarkeit des Menschen und was sich dahinter versteckt. Der Stärkere gewinnt, Abgrenzung und Härte. Und ihr seid nicht ganz sauber, nur weil mal das Stadtzentrum gekehrt wird. Auf die Straße raus blockieren es die Verhältnisse verneint, die wir zulassen. Und ja, jeder selbst ist mit gemeint. Eine Route gegen Nazis laufen und die Nazis laufen lassen. Aus Rassismus zu bekämpfen, nur eine Party draus zu machen, ist für mich ein Widerspruch, da fehlt das kritische Denken. Dank einer Demo wird das Thema ganz sicher nicht enden. Seht es ein, dass keine Stadt dadurch bunter wird, wenn sie weiterhin rassistische Attacken runterspielt. Nur reagiert, wenn sich in einer Woche Übergriffe häufen und schon bildet sich ein Mob von bürgerlichen Leuten. Es geht nicht um Nazis, raus aus eurem Städtchen oder Image-Schaden. Es geht darum, Normativitätsprozesse zu hinterfragen. Es tut uns zu handeln, zu reflektieren, egal welchen Weg wir auch gehen. Und gemeinsam mit allen Mitteln den Nazis entgegenzutreten. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Stammtisch, Redner oder Nazi-Schläger. Und du trägst daran mit Schuld. Denn wer nichts sagt, nichts wagt, wird dadurch Täter. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Stammtisch, Redner oder Nazi-Schläger. Und du trägst daran mit Schuld. Denn wer nichts sagt, nichts wagt, wird dadurch Täter. Mal wieder ein Aufmarsch, bedrohlich und lautstark. Sieh doch hinter jeder Parole ein Faustschlag. Die Spitze des Eisbergs, üble Geschichten. Schau, die Chronik ist voll mit Übergriffen. Es gibt eindeutige Graffitis und tausende Sticker. Im Hinterhof ne Party am Geburtstag von Hitler. Es heißt trotzdem, es gibt kein Nazi-Problem. Hat hier irgendwer einen Nazi gesehen? Denn ein Problem ist ein Problem, wenn's als Problem erkannt wird und Übergriffe erst gesehen, wenn das Geschehen bekannt wird. Es wird von Toleranz geredet, sei das Wichtigste doch. Dann steht da plötzlich ein rassistischer Mob. Die Stimmung angeheizt von rechten Populisten, ziehen mit Fackeln durch die Straßen, preisen Vernichtung, am Rand bekommen Leute Stiefel in die Fresse. Kein Aufschrei, es wird geschwiegen in der Presse. Nein, dort führen Politiker Extremismusdebatte. Doch lieber radikal gegen Faschus als rassistische Kacke. Die kommt nicht nur vom Rand, sondern auch mitten aus der Mitte. Aus Angst vor wem oder was auch immer wird bei jedem mitgestritten. Und ich kenne so viele Leute, die sind aufgeregt und aufgebracht. Organisiert euch hier und heute Zähne. Zeigt, was Maul aufmacht. In jeder Stadt, an jedem Tag, bei jeder Phrase, jedem Schlag. Kein Vertrag, kein Gelaber, keine Frage. Kampfansage. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Stammtisch, Redner oder Nazi-Schläger. Und du trägst daran mit Schuld. Denn wer nichts sagt, nichts wagt, wird dadurch Täter. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Hitler feiern oder wie ein Witz gemeint war. Und du trägst daran mit Schuld. Am Ende landet das Totgeschwiegene auf der Titelseite. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Stammtisch, Redner oder Nazi-Schläger. Und du trägst daran mit Schuld. Denn wer nichts sagt, nichts wagt, wird dadurch Täter. Das Problem heißt Rassismus. Egal ob Hitler feiern oder wie ein Witz gemeint war. Und du trägst daran mit Schuld. Am Ende landet das Totgeschwiegene auf der Titelseite.